Die Fans hier in der Halle stehen vermehrt hinter dem Mann aus der roten Ecke, Salvatore Prahin. Und wir sind bereit für den letzten Kampf hier des heutigen Abends. Runde 1, let's go. Ben Salah, Reichweitenvorteile, steht aber trotzdem ganz schön nah an seinem Gegner. Versucht hier mit seinem langen Jab Prahin auf Distanz zu halten. Da überbrückt Salah die Distanz. Sichert sich den Clinch, drückt seinen Gegner hier gegen den Cage. Und versucht jetzt hier ans Bein zu kommen. Oh, Fußhebel, Eingang, aber Prahin ist wach. Kommt mit einer rechten Hand an den Kopf seines Gegners und rüttelt diesen einmal richtig schön durch. Salah steht sehr aufrecht, Kinn ziemlich weit oben. Muss aufpassen, dass er sich da keinen Schwinger über die Außenbahn einfängt. Inside Kick, Salah. Eben Prahin muss erstmal an diesen langen Händen vorbeikommen, muss die Distanz überbrücken und sich reinarbeiten, wenn er seinen Gegner treffen will. Jetzt hat er ihn am Cage gestellt und versucht mit dieser wilden rechten Hand und ringt seinen Gegner aus dem Clinch direkt auf die Matte. Steigt über in die Mount und versucht sich die Triangel zu sichern. Triangel sitzt. Aber Salah macht Druck von oben, kniet auf dem Kopf des Gegners und dadurch bisher noch nicht ganz eng ist, denn jetzt kann Prahin nachjustieren, vielleicht auch noch den Arm attackieren. Jetzt wird es eng, Salah muss aufpassen, Arm ist gestreckt und Prahin versucht auf den Armbar zu gehen, aber Salah bewegt sich genau in die richtige Richtung, jetzt bewegt er sich zurück in die falsche und da war der Tap. Der Arm ist fast durch, aber da hat Salah den Arm doch irgendwie rausgezogen und es sah kurzzeitig so aus, wie als wäre der Tap nur eine Sekunde entfernt, aber Salah hat sich irgendwie rausgekämpft und jetzt befindet er sich in der Oberlage. Side-Control-Position für Salah, versucht jetzt hier in die Mount überzusteigen. Schafft es auch und jetzt liegt Prahin unten, muss Ground and Pound einstecken. Backmount für Salah, arbeitet weiter mit Ground and Pound. Wenn sich Prahin nicht intelligent verteidigt, wird der Ref gleich dazwischen gehen. Und da ist es soweit. Der Ref pusht Salah runter, keine intelligente Verteidigung mehr von Prahin und daher die Dr. Stoppage und somit Sieger in der ersten Runde aus der blauen Ecke, weil Ben Salah durch Ground and Pound aus der Backmount. Spannender Kampf. Beide Athleten hatten ihre Momente, aber am Schluss der Sieger Ben Salah. Und das, liebe Zuschauer, war Aschefsee 43. Heute Abend hier aus dem Grand Casino in Basel. Spannende Kämpfe. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Das war Pascal Kraus mit Aschefsee auf Fight 24. Danke, schönen Abend und haut rein.
Und auch nochmal tschüss und